Wir beginnen diesen zweiten Teil unserer längeren Übertragung, liebe Zuschauer, am Stufenbarren. Die Spannung in diesem Finale wird dadurch unterstrichen, dass eben keine der Turnerinnen sich auch nur den geringsten Fehler erlauben darf. Und das gilt insbesondere für die Titelverteidigerin, die Weltmeisterin Jelena Schuschunova aus der UdSSR. Sie liegt nur ganz knapp hinter der bisher führenden Aurelia Dobra aus Rumänien. Ihre Stufenbarrenkür ist von Schwierigkeiten nur so gespickt. Hier zum Beispiel eine Katschuk-Grätsche aus der ganzen Drehung heraus. Es ging also sehr sauber, ist hier alles geturnt. Nur noch der Abgang, ein Doppelsalto mit ganzer Schraube, genau in den Stand. Das dürfte eine erste sehr hohe Wertung hier in der Heuhalle von Rotterdam geben. So wie das Kampfgericht sich gestern hier an diesem Gerät eingeführt hat, kann man mindestens mit einer 9,95, wenn nicht sogar mit einer 10 rechnen.